Hallo und willkommen zurück zu FIFA 22 Karriere. Vielleicht zum letzten Spiel. Und Vlahovic hat es tatsächlich in der Hand. Kann Torschützenkönig werden, vielleicht sogar Mitrovic. Und wir können Meister werden. Es bleibt spannend. Und es bleibt auch spannend, ob wir rausfliegen oder nicht. So, die linke Seite in der Verteidigung ist schwer angeschlagen bei Düsseldorf. Kann ich sagen, warum? Vielleicht war er verletzt. Wir werden sehen. Wie gesagt, es gibt zwei Spiele, die ich bis jetzt hier bereue. Das ist Monaco und Leverkusen. Nicht wären wir nämlich jetzt Meister und in der Champions League auch weitergekommen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was nach dem Spieltag hier passiert. Ich bin richtig gespannt. Was für ein Spiel! Sie können Meister werden, wenn die Konkurrenz mitspielt. Das wird spannend. Wir sind live dabei. Liebe Fußballfans, hallo und herzlich willkommen in München-Gladbach. Willkommen im verregneten Borussia-Park. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und es könnte heute für die Gastgeber der entscheidende Schritt zur Meisterschaft sein. Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber könnten heute die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ein großes Ziel. Es kann klappen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier am Ende Jubelszenen erleben werden. Ein Tor, genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. 3 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Jawohl. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gewartet. So einfach geht's, Hofmann. 1:0 in Führung. Dritte Saisontor erst für Hofmann. Eigentlich gar nicht und mal. Dafür, dass wir so viele Tore geschossen haben, ist es eigentlich gar nicht mal so viel. Richtig Fahrt aufnehmen. Guter Pass jetzt. Sobotka. Gute Chance. Junge, enger geht's. Abseits. Ja, Ball ist drin, aber abseits an Gott sei Dank. Tor. Zentimeter entscheiden da über Tor oder kein Tor, Wolf. Sie können es nicht glauben, aber es war wohl die korrekte Entscheidung. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Daniel Marlin hat das Tor erzielt. Ein Torwartfehler macht diesen Treffer möglich. Ja, da bedankt er sich natürlich. Neuer Spielstand. Uns reicht damit auch, wenn Wolfsburg unentschieden spielt. Ne? Vielen Dank für das Update. Er spielt den Verteidiger aus. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Oh, das ist wieder so ein Ball gewesen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Im letzten Spiel hatte er 50. Also den 50. Karriere-Sieg. Und es wäre keine große Überraschung, wenn diese Zahl ganz schnell weiter steigen würde. Er ist wirklich auf einem guten Weg, hier eine erstklassige Karriere hinzulegen. Absolut. Hat er heute noch mal bei Facebook gelesen, die Taktik so, er macht ob man sich auf FIFA freut, etc. Und man sieht wieder einmal, und da gab es auch wieder so die Kerndiskussion. Da dass sich ja nie was ändert und alles, wo dann auch einige Leute geschrieben haben, ja, es ist halt im Fußball, was soll sich ändern? Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion, ein Tor ist gefallen, ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Köln. Ah. Wabi Kasri hat das Tor gemacht. Der Ball so wird da noch abgefangen. Auf jeden Fall gibt es dann auch zum Beispiel, was man auf jeden Fall machen könnte, finde ich, was natürlich jetzt, es ist ja schon, glaube ich, draußen, ich weiß es gar nicht. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hatte, war das wichtig, Journey. Das hatte mir richtig gut gefallen. Da zieht er ab. Muss ich sagen, das könnte man wieder einführen. Klar, das war wirklich ganz cool gemacht. Ja, jetzt gibt's Eckball, gute Möglichkeit also. Und wie gesagt, auch man könnte auch Statistiken mehr jetzt einbringen. Tor. Vlahovic. Das muss die Meisterschaft sein. Was weiß ich, dass man mal sieht, die einzelnen Spiele sich anschauen kann. Also
die Statistik, die sie gespielt haben, persönliche Statistiken etc. Natürlich auch möglich, dass es das schon gibt und ich schon nicht gefunden habe. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber wie gesagt, so ein Journey würde mir eigentlich sehr gut wieder gefallen. Das wäre eigentlich guter der Hammer. Einsatz, aber jetzt Einwurf. Gute Aktion. Oh, was war das keine denn? Gute Aktion. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, was man bei FIFA jetzt der Schuss. Der Torwart war da nicht gefordert. Verbessern könnte. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Zum Beispiel auch, oh, was würde ich sagen, so ein Story-Modus, aber ein bisschen mehr, wenn man sich jetzt die Reporter-Fragen anschaut, ne? Sowas könnte man überarbeiten. Die Vorteile heute bislang bei Borussia Mönchengladbach. Und wie gesagt, und auch zum Beispiel, was es auch gibt, man führt ja jetzt die Gespräche zum Beispiel mit den Spielern, dass man vielleicht auch mit dem Vorstand mal redet, ah ja, pass auf, ich will den und den kaufen, wir haben nicht genug Geld, könnt ihr hier und da, wisst ihr, dass man sich quasi auch nicht nur oben die Zahl steht, sondern man auch dann quasi und die Ziele hat, sondern auch quasi dann mit dem Vorstand Nachrichten kriegt, das könnte man verbessern, so und so oder hier und da, wisst ihr, was ich meine? Wäre eigentlich auch noch ganz cool. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Jetzt die Chance. Sehr gut dass sich dadurch dann quasi auch der Vorstand bereden lässt, sagen wir es mal so, wenn man zum Beispiel kurz vor dem aussteht. Jetzt nicht, weil ich bin, aber dann und gibt mir Zeit und hier und da. Er will jetzt den Ball. Ja, es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gefährliche Szene. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ja, Stand so, jetzt sind wir Meister. Ne? Wir haben nichts von Wolfsburg gehört. Wolfsburg liegt hinten. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Jetzt also der zweite Durchgang. Gladbach liegt bislang vorne. Dennis Zakaria. Da gewinnt er den Zweikampf. Also wenn jetzt alles nach Plan läuft, dann haben wir die Meisterschaft. Jetzt können Sie den Was machen wir denn dann? Ich habe voll damit gerechnet, dass ich rausfliege. Ja, das wird auf jeden Fall das letzte FIFA sein. Jetzt könnte die Flanke kommen. Was jetzt rauskommt, das steht ja schon mal fest. Aber vielleicht ist das auch was Gutes. Man muss auch sagen, ja, die Reihe hat sich halt eben mehr to pay to win entwickelt, wie alles andere. Beim Karrieremodus passiert dann eben wirklich fast gar nichts mehr. Was eigentlich sehr schade ist. Und jetzt ein Zweikampf. Stindl. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Vielleicht wird dann das neue FIFA, wie es, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißen soll. Vielleicht wird das dann doch tatsächlich besser. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Platz zum Kontern. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was machen wir, wenn wir jetzt Meister werden? Hänge ich noch eine Saison dran? Für was war das denn Tor. Für aber was war denn das für ein Torwart? Ja? Lücke erkannt, Ball blitzschnell nach vorne gebracht und dann der perfekte Abschlussklasse. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Was ich gerne, wie gesagt, mal probieren wollen würde, ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, die nächste Saison hat ihn, wie gesagt, so simulieren lassen, wo ich auch eingreifen kann, was ich mir da nicht machen werde. Einfach nur, um zu schauen, wo wir quasi mit dem jetzigen Kader landen würden, wenn wir die Spiele nur simulieren zum Zuschauen. Die Chance jetzt. Der Kopfball ist drin. Zack, schützenfest in Gladbach.
Das würde mich nämlich mal interessieren. Da hätte ich eigentlich wirklich mal Bock drauf. So als Vergleich. Weil dann kaufen wir keinen großen neuen. Vielleicht den einen oder anderen als Ersatz. Und es tut sich dann was. Schauen wir einfach mal. Oh nein. Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Wolfsburg. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 65. Oh, komm Wolfsburg. Und damit zurück hier das Spiel jetzt noch drehen, dann werde ich verrückt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Fans wissen natürlich, jetzt dauert es nicht mehr lange und dann dürfen sie hier jubeln. Dann haben sie den Titel gewonnen und das verdientermaßen, das zeigt ja der Blick auf dieses Ergebnis. Hört ihr mal auf, darüber zu reden. Sie sind dieses Jahr einfach überragend, sie sind das beste Team. Hört auf, drüber zu reden. Wir schauen kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Leipzig hat hier einen Elfmeter bekommen und André Silva hat verwandelt. Er ahnte, wohin der Torwart springen würde und dann platziert er den Ball sicher ins andere Eck. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind hier 70 Minuten. Vielen Dank für die Info. Gleich kommt der Eckstoß rein. Jetzt die Ecke. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Und wie gesagt, wo wir schon dabei waren, so Erneuerungen, was man machen könnte. Zum Beispiel so ein Live-Ticker, was man zum Beispiel ein- oder ausschalten könnte, wem es gefällt. Dass man zum Beispiel eingeblendet laufen würde. Was heißt eingeblendet? Oder oben, ganz oben am Rand. Wenn ein Tor passiert, für wen? Oder wie es steht generell. Es gibt so viele Neuerungen, die man machen könnte. Aber wie gesagt, leider fließt halt eben die meiste Energie in das Food rein, weil man damit halt eben am meisten Geld machen kann. Ich meine, ich kann das absolut verstehen. Ich würde es meckern alle Leute, aber wer wird es nicht so machen? Ich meine, wenn ich damit eine goldene Kuh habe, würde ich das genauso machen. Für Leipzig. Der Torschütze war André Silva. Abgefälschter Ball, ja, und dann hat es der Torwart natürlich schwer. Damit steht es hier nun 3:2. Gespielt sind 78 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh, sag doch, dass Augsburg... Nee, sag gar nichts. Sag geht damit vollem Einsatz zum Ball. Lasst mich einfach Meister werden. Ich will es. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Ich hätte nie gedacht, dass das hinhaut. Guter dass Pass die Wolfsburger jetzt so viel patzen am Schluss. Ganz gefährlich. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Weil zwischenzeitlich sah es in der Liga auch gar nicht mal so gut gleich aus. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt rein. Dennis Zakaria. 4 Minuten bleiben hier noch. Gute Chance. Bom, da ist das 5-0. Und Lazaro darf jubeln. Für den verletzten Kostic. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Für Lazaro freut es mich. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie verlieren den Ball. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Gladbach über den Flügel jetzt. What? Schlusspfiff in diesem Derby. Der Sieg geht am Ende also an die Gastgeber. Das ist natürlich klasse. Derby-Sieger, hey. Sie waren in überragender Form, ein toller Sieg. Sind wir Meister? Ich brauche mich gar nicht wegzudrücken. Wir müssen es mal laufen lassen. Es sieht fast so aus, hä? Oder ist das nur, weil wir jetzt das Derby gewonnen haben? Ich glaube es aber nicht.
So, Buschi, das ja, wir haben es geschafft. Die Momente, die Deutscher Meister, Deutscher Meister. Wer hätte das gedacht? Konfetti. Konfetti-Regen, wir warten auf den großen Moment. Das ist wir ja mal der Hammer. Auf den großen Moment. Die armen Wolfsburger, die tun mir so leid. Das ist aber Freude, aber du merkst genau, endlich haben wir es geschafft. Ich gönn's mir mehr. Hoch mit dem Ding. Herzlichen Glückwunsch. Deutscher Meister in diesem Jahr. Gratulation. Oder zum Beispiel so die Endszenen hier, das könnte man auch ein bisschen cooler gestalten. Muss man halt eben sagen. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Aber trotzdem geil. Wir sind Meister. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie kleine. Also wir kaufen auf jeden Fall Augsburg einen Spieler ab. Das steht fest, die kriegen ein Millionensegen Augsburg in der nächsten Saison hier. Ein Millionensegen. Das kannst du aber glauben. Ein tolles Bild jetzt. Und jetzt fliegen wir raus. An diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne das wäre jetzt auch geil rausgeschmissen. Zusammengestellt auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Gute Ballführung. Ich werde echt verrückt, das kann man keinem erzählen. Wir haben die Meisterschaft. Ich werde bekloppt. Da könnte man natürlich nicht schauen. Aber wie gesagt, Augsburg, ich vergesse euch nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich die nächste Saison jetzt mache. Ob ich wirklich, wie gesagt, ich würde gerne das Experiment wagen, was passiert. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Das hier ist auch wieder so eine behinderte Frage. Wisst ihr, da kommt nicht mal eine Frage. Das ist das, was ich sage. Das muss man überarbeiten. Da wird man Meister. Da kommt nicht mal eine Frage drüber. Danke für diese kurzen Aussagen. So. Aber wir haben, seht ihr, Vorstand, Zufriedenheit 44%. Das ist auch nicht normal, oder? So, goldenen Schuh gewonnen. Flaovic. Saisoneinsätze, hallo. Saisoneinsätze 30, Saisontore 23, Spielwertung schnell. Ja, und dann würde ich sagen, wir spulen noch ein bisschen vor. Ja. Millionen. Und wie heißt es? Ligenstatistiken und mehr. Dann schauen wir uns nochmal alles an und gehen in die nächste Saison rein. Und dann, wie gesagt, ich überlege mir das mal, wie ich das mache oder was ich mache. Weil jetzt auch bald das neue FIFA kommt. Oh, Dortmunds Pokalsieger. Schade. Schade an Bielefeld. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und jetzt gehe ich erstmal die Meisterschaft feiern. Ciao, ciao.